Geschätzte Kameradinnen und Kameraden, ich bin der Philipp Fürst und ich darf euch jetzt die nächsten 95 Minuten durch das Schulungsvideo für eure neuen Homepages durchbegleiten. Ich werde die wichtigsten Punkte ansprechen, wie zum Beispiel, wie logge ich mich richtig ein, wie lege ich Seiten an, wie lege ich Links richtig an, was ist der Footer, wie kann ich den befüllen, wie lege ich eine 404er Seite an, warum brauche ich die überhaupt? Wie gestalte ich meine Startseite mit Header, mit Einsatzkarten, mit dem News-Teaser, mit dem Termine-Plugin? Wie kann ich News-Beiträge anlegen, die kategorisieren, verwalten, bearbeiten, gestalten? Und wie ist es dann in der Ansicht? Ganz wichtig, der Style-Guide. Wo finde ich den? Wie kann ich die Elemente aus dem Style-Guide in meine Seitengestaltung einpflegen? Und zum Schluss gibt es noch die Erklärung, wie Formulare gestaltet werden können. Mit diesen Punkten seid ihr dann richtig gut unterwegs. Das heißt, ihr könnt es schon starten, ihr wisst, was das ist. Dass ich nicht jedes Tool und nicht jedes einzelne Element bis ins letzte Detail ausführe, ist ein bisschen der Zeit geschuldet. Bitte probiert es ein bisschen aus. Und falls ihr noch zusätzliche Informationen braucht, die jetzt in dem Video nicht drinnen sind, es gibt diese Schulungsunterlage, die mitgeschickt worden ist. Bitte schaut da mal rein, blättert es durch, vielleicht sind dort schon Antworten auf Fragen, die auftauchen. Wenn ihr Fragen oder Anliegen habt zur Webseite, bitte die auf die E-Mail-Adresse webverbund@ooelfv.at schicken. Dort haben wir es dann gesammelt beieinander und können die organisiert abarbeiten. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Schulungsvideo und viel Erfolg bei der Gestaltung eurer Seiten. Und jetzt gehen wir es klar. Da ist jetzt ganz wichtig für euch, ihr loggt euch nicht mit einem Benutzernamen und einem Passwort ein, sondern mit der Cybus-ID. Damit haben wir die Zwei-Faktor-Authentifizierung sichergestellt, dass auch nur vor allem interne Kameradinnen und Kameraden im Backend arbeiten können. Das heißt, man klickt auf Login mit Cybus-ID, dann ändert sich die Maske hier auf E-Mail-Adresse und Cybus-ID. Die E-Mail-Adresse muss in Cybus hinterlegt sein und darf nicht gesperrt sein. Dort wird die Bestätigungsmail mit dem Verifizierungstoken hingeschickt. Da die Cybus-ID mit der Anmeldung kommt da jetzt eine neue Maske mit einer Tokennummer. Diese Tokennummer wird auch in der Bestätigungsmail angegeben. Wenn Sie auf diesen Verify-Link klickt, dann macht sie ein neues Fenster auf mit gültig. Und das Anmeldefenster, in dem ihr euch mit E-Mail-Adresse und Cybus-ID angemeldet habt, dort kommt sie dann ins Backend. Sollte bei euch kein gültig erscheinen, sondern ein ungültig, kann es sein, dass ein Virenscanner oder sowas diese E-Mail schon mal gelesen hat und deswegen ungültig hinschreibt. Ihr könnt trotzdem ins Backend einsteigen. Ich darf euch jetzt im Backend der neuen Homepage begrüßen. Ich zeige euch, wie man die Seiten befüllt, wie man im Backend mit den unterschiedlichen Funktionen umgeht, wie man Seiten erstellt, wie man Links erstellt, wie man Bilder hochlädt, wie man mit Dokumenten umgeht, wie man die Seiten gestalten kann. Und nachdem das sehr viele Möglichkeiten beinhaltet, dieses System, erkläre ich euch jetzt ein paar Punkte, wie man das am besten angeht, beziehungsweise erkläre ich euch einmal die Benutzeroberfläche. Wir haben da auf der Seite die Modulliste mit Seite, Liste, Reference, News, Formulare, Papierkorb, der Dateiliste und Weiterleitungen. Die Seite zeigt man prinzipiell an, was sich auf der jeweiligen Seite schon an unterschiedlichen Tools und Gestaltungen befindet. Das Listentool brauche ich für vor allem in den News bzw. in ein paar anderen Menüpunkten. Da wird euch aber extra gesagt, das ist nur einsehbar in der Funktion Liste. Die Reference News, da sieht man die News, die vom Verband, Bezirken und anderen Feuerwehren zur Verfügung gestellt werden. Die könnt ihr dann auf eurer Seite referenzieren und mit zusätzlichen Informationen versehen. Formulare, da könnt ihr Formulare für eure Homepage einbauen. Es werden wahrscheinlich hauptsächlich Kontaktformulare sein, beziehungsweise Formulare für Anmeldungen. Die könnt ihr frei gestalten.
Da ist dann da eine ganze Liste. Das sind prinzipiell schon Formulare, die in Verwendung sind. Bitte diese Formulare nicht überschreiben. Ihr könnt es mit dieser Funktion duplizieren. Dann benennt es so um, dass ihr eindeutig feststellen könnt, das ist das Formular meiner Feuerwehr. Dann gibt es da keine Verwirrungen. Im Papierkorb seht ihr Datensätze, die ihr schon mal verwendet habt und wieder gelöscht habt. Die kann man so auch wieder zurückholen. Ganz wichtig ist nur die Dateiliste. Da besteht die Möglichkeit, dass man da die Bilder, Fotos, Dokumente hochladen für Einsätze, für Newsbeiträge, für Informationen, die euren Feuerwehrkameradinnen und Kameraden bzw. auch den Besuchern eurer Webseite zur Verfügung gestellt werden können und sollen. Bei Bildern möchte ich noch kurz sagen, bitte ladet die Bilder nicht in einem hoch aufgelösten Format rauf mit 4, 5, 6, 7, 8 MB. Das braucht dann ewig lang, dass die Seiten laden, weil die Bilder einfach so eine große Auflösung haben. Die optimale Auflösung für Webformat ist 1920x1080 Pixel mit 72 dpi. Es gibt verschiedene Tools online. Eines davon ist TinyPNG, beziehungsweise sonst über Photoshop, Lightroom oder ähnliches. Da hat sich selber den Gefallen, rechnet es gerne, dann habt ihr ein einfacheres Arbeiten. Die Ordnerstruktur, wie sie aufgebaut ist, obliegt euch. Es macht natürlich Sinn, wenn man das entweder nach Jahren oder nach Themen strukturiert, damit ihr eure Fotos relativ schnell wieder findet. Die Ordner können relativ einfach erstellt werden, nämlich mit dem Button da oben, Ordner erstellen. Man gibt einen Namen ein, machen wir jetzt Test. Der wurde mir jetzt da erstellt, dann muss ich aus diesem Menü raus und der Ordner wird mir hier erstellt. Löschen kann ich den, indem ich einfach da draufklicke, den markiere und lösche. Für die meisten Aktionen, vor allem beim Löschen oder bei Änderung einer Einstellung, wird sie immer gefragt, ob sie das auch wollt. Das kann man dann bestätigen und dann wird die Änderung durchgeführt. Um eure Seite dann auch zu gestalten, ist es zu empfehlen, dass sich in der Dateiliste schon mal einfach ein paar Fotos zurechtlegt. Wenn ihr wisst, wir wollen unser Kommando da drinnen abbilden, wir wollen Bewerbsfotos auf unseren Untermenü Bewerbe oder so stellen, dann bereitet euch die einfach schon mal vor, ihr könnt sie da ablegen und könnt sagen, das sind die Fotos für meine statische Seite. Dann kommen wir zum Seitenbaum. Mit dem Dropdown-Menü da kann ich mir meine Menüpunkte anschauen. Diese Menüpunkte sind jetzt einfach einmal eine kleine Vorgabe, dass ihr sagt, ja, das wären Themen, die wir befüllen können, die wir befüllen wollen. Ihr könnt die ändern, ihr könnt die bearbeiten, ihr könnt Sachen rausnehmen, ihr könnt neue Sachen reingeben. Bis auf, das ist bitte ganz, ganz wichtig, diese beiden Menüs nicht bearbeiten, nicht löschen. Wenn die gelöscht werden, verschwindet auch die ID dahinter und dann ist die Referenzierung auf eure News bzw. auf die Termine verschwunden. Bitte weder den Titel ändern noch löschen. Diese beiden Menüpunkte sind auch nur zur Anzeige da. Das heißt, da werden die News nicht verwaltet, sondern in der Datensammlung. Dazu kommen wir aber später. Diese 2, 3, 4, 5 Punkte da oben sind auch die 5 Punkte, die im Menüreiter angezeigt werden. Wenn ich mir das jetzt einmal anschaue, über dieses Webseite anzeigen, dann sehe ich Aktuelles, unsere Feuerwehr, unsere Mannschaft, unsere Jugend und Kontakt. Das sind die 5 Menüs. Wir würden euch bitten, dass da nicht über 5, 6 Menüpunkte drüber geht, sonst wird das in der Ansicht da mal richtig schwierig, vor allem wenn die Titel länger sind, dann habe ich da, verliere ich da die Ansicht, vor allem in der mobilen Ansicht wird es dann ein bisschen schwieriger. Diese Menüpunkte sind auch hier nochmal angezeigt. Aktuell ist unsere Feuerwehr, unsere Mannschaft, unsere Jugend und der Kontakt.
Unter diesen Menüpunkten habe ich im Dropdown noch verschiedene Möglichkeiten, die befüllen kann. Wie gesagt, die könnt ihr selber bearbeiten, könnt ihr umbenennen, rausnehmen oder noch Sachen hinzufügen. Wenn wir uns das jetzt einmal anschauen, Einsatzgebiet unserer Feuerwehr. Ich habe da schon ein paar Sachen hinzugefügt als Dummy. Und sie sagt, ihr wollt euch nur diese eine Seite anschauen und nicht durch ein Menü durcharbeiten, geht es auch hier wieder, Webseite anzeigen. Und ich komme automatisch auf das Fenster, das ich gerade bearbeite. Wenn Sie da den Titel ändern wollt, geht relativ einfach mit Rechtsklick bearbeiten oder mit Seiteneigenschaften bearbeiten. Sie sagt, das Einsatzgebiet unserer Feuerwehr, das ist uns zu lange, es ist nicht notwendig. Ich kann da den Titel ändern. Da bitte unbedingt die Neuberechnung des URL-Segments vornehmen. Das heißt, dieses URL-Segment wird dann auf den Seitentitel geändert. Dasselbe gilt natürlich für die Menüs darunter. Wenn ich eine Änderung vornehme, muss ich das entweder bestätigen oder die Änderungen verwerfen oder ich fahre mit dem Bearbeiten fort. In dem Fall möchte ich das speichern und schließen. Was ein ganz wichtiger Button ist, wenn Sie Änderungen vornehmt, sind das Leeren des Caches. Das heißt, dass wieder Zwischenspeicher wird wieder ausgenommen und ermöglicht die Anzeige auf der jeweiligen Frontend-Seite wird aktualisiert. Ich habe jetzt da unsere Feuerwehr. Ich habe nur Einsatzgebiet unserer Feuerwehr drinnen stehen. Wenn ich da jetzt aktualisiere mit F5 auf Windows-Rechner oder Command-R auf einem Apple, aktualisiere ich mir das. Und wenn ich jetzt daher gehe, habe ich nur mein Einsatzgebiet stehen. Ich habe da oben vier verschiedene Seitentypen. Eine Standardseite, eine Verweisseite, einen Link zu einer externen URL. Das heißt, wenn ihr auf die Verbandsseiten verlinken wollt oder zu einer Informationsseite des Verbandswiki zum Beispiel, kann man das mit dem machen. Oder ihr habt da auch noch einen Ankerlink, damit kann ich zu einem bestimmten Segment auf meiner Homepage verlinken. Seiten, die ein Untermenü haben sollen, wie diese vier, aktuell ist unsere Feuerwehr, unsere Mannschaft, unsere Jugend, wo ich dann noch Unterpunkte habe, die ich im Menü anwählen kann. Das müssen Verweisseiten sein, damit man diese fortführenden Menüseiten angezeigt werden. Wenn ich eine Standardseite habe, dann kann ich da zwar was drunter legen, aber es wird mir nur diese Seite angelegt. Wenn ich eine Verweisseite habe und in diese Verweisseite verschiedene Tools und Gestaltungen einbaue, dann werden mir die nie angezeigt, weil immer nur auf diese Seiten dann im Menü weiterverwiesen wird. Wie ändere ich jetzt meine Untermenüs? Ich kann die Titel ändern mit einem Rechtsklick, quasi bearbeiten und komme dann da in dieses Menü. Ich kann da den Titel ändern und da immer aktualisieren, damit die URL auch dem Seitentitel entspricht. Wenn ich Seiten hinzufügen will, kann ich die da oben in diesem Menü einfach in den Menüreiter ziehen. Habe da einen Standardtitel fürs Erste. Wenn ich den reinziehe, dann wird er mal automatisch ausgeblendet, damit man nicht eine Seite als Work in Progress angezeigt wird, die ich dort noch gar nicht anzeigen lassen möchte. Wie lasse ich mir die anzeigen? Mit einem Rechtsklick aktivieren und dann verschwindet mir dieses Symbol und dann ist diese Seite auch im Menü angezeigt. Wenn ich mir die Seiten anzeigen lasse, ich habe das jetzt unter unsere Feuerwehr, habe ich da einen Standardtitel drinnen. Das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte natürlich, dass der einen sinnvollen Namen hat und deswegen wird die am Anfang auch immer ausgeblendet.
Ihr könnt die Reihenfolge dann natürlich relativ einfach ändern, indem ihr per Drag and Drop die Seite verschiebt. Das muss immer bestätigt werden. Dann habe ich jetzt die Seite da herunten. Wenn Sie diese Seite nicht haben wollt, mit einem Rechtsklick löschen, Datensatz löschen und die Seite verschwindet euch. Das sind Standardseiten, die wie statische Seiten einfach befüllt werden können. Wir haben da hier oben dieses Symbol für die Standardseite. Wir haben aber auch Verweise, die ihr verwenden könnt, wenn ihr noch Unterkategorien einbauen wollt. Man kann das jetzt da einfach per Drag and Drop draufziehen. Wir nennen das jetzt einmal Menüpunkt. Wird mir auch nicht angezeigt fürs Erste. Wenn ich sage, ich möchte unter diesem Menüpunkt noch mehrere Menüs haben, dann kann ich da entweder noch zwei, drei dieser Standardseiten reinziehen. Ich kann da auch mit Rechtsklick und weitere Optionen mehrere Seiten erzeugen. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal so Seiten in den Menüpunkt ziehen, sondern ich kann das da über mehrere Seiten machen und kann da dann die Titel vergeben und kann dann auch da auch noch die Menüfunktion, ist es eine Standardseite, ist es ein Verweis, ist es ein Link zu einer externen URL oder ist es ein Ankerlink, der mir auf meiner Seite auf einen Abschnitt verweisen kann. Wir machen jetzt Menü 1, Menü 2, wir legen die Seiten an. So, da sieht man jetzt, ich war ein bisschen ungeduldig. Ich habe zweimal, dreimal auf Seiten anlegen geklickt. Jetzt habe ich achtmal dieses Menü, das ich eigentlich nicht möchte. Ich kann das dann löschen. Jetzt habe ich unter unsere Feuerwehr den Menüpunkt und Menüpunkt 1, 2. Wenn Sie eine Verweisseite anlegt, wie dort diesen Menüpunkt, ist zu beachten, dass in den Seiteneigenschaften ist wichtig, dass im Shortcut-Modus nicht ausgewählte Seite angewählt ist, sondern erste Unterseite der aktuellen Seite. Sonst führt das ins Leere, beziehungsweise wird nicht angezeigt. Wenn die Sachen nicht angezeigt werden, bitte immer wieder im Backend einmal den Cache leeren bei dem Blitz und dann die Anzeige aktualisieren, dann sollte das Problem behoben sein. So, wir haben den Cache geleert. Wir lassen uns die Webseite anzeigen. Auf unsere Feuerwehr. Ihr habt da Menüpunkt und dann Menü 1 und Menü 2. Hier ist natürlich auch angeraten, dass man nicht zu viele Untermenüs einbaut, sonst wird es einfach unübersichtlich in der Menüführung. Das war jetzt einmal der Verweis und die Standardseiten, die man so einfügen kann. Dasselbe gilt natürlich für einen Link zu einer externen URL. Wenn ich unter unsere Feuerwehr diesen externen URL runterziehe und sage, ich möchte da einen Verweis auf das Bezirksfeuerwehrkommando oder auf den Landesfeuerwehrverband einfügen, dann kann man das da machen. Damit komme ich direkt mit diesem Button auf die jeweilige Seite. In dem Fall machen wir Bezirksfeuerwehrkommando Perg. Bestätigen das und dann wird man wieder automatisch ausgeblendet angezeigt, damit ich stresslos bearbeiten kann. Ich habe da einen Link hinterlegt, das heißt, ich muss in die Seiteneigenschaften gehen und da kann ich dann die URL eingeben, in dem Fall ist pe.oelfv.at. Wir speichern das wieder und müssen dann da auf Aktivieren gehen oder es gibt auch die Möglichkeit in diesem Menü
den Zugriff auf Sichtbar schalten. Ich lösche wieder mein Cache, gehe auf Anzeigen und er findet mir die Seiten auf meiner Homepage natürlich nicht, weil es ein externer Link ist. Das heißt, ich habe da auch diesen Button nicht mehr drinnen. Es wird mir aktualisiert angezeigt, das heißt, es wird angezeigt. Wir haben da wieder unsere Feuerwehr. Ich habe da das BFKDO PERG. Ich klicke da drauf und komme auf die Homepage des Bezirksfeuerwehrkommandos PERG. Ich kann da nicht nur den Link auf eine externe Seite einfügen, sondern ich kann auch auf eine interne Seite verlinken. Es ist in dieser Menüführung jetzt vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber ich kann es wieder da reinziehen und kann da dann sagen, ich möchte eine Verlinkung auf den Jugendbetreuer machen. Wird mir wie immer nicht angezeigt. Wenn ich den bearbeiten möchte, wieder, ihr habt eine leere Seite. Wenn ich den bearbeiten möchte, muss ich wieder auf Seiteneigenschaften bearbeiten gehen. Dann habe ich wieder dieses Menü vor mir. Ich kann da wieder, wenn es notwendig ist, den Seitentitel ändern. Bei Änderungen bitte auch das URL-Segment aktualisieren. Und dann habe ich da den Ankerlink. Um den festzumachen, klicke ich auf dieses Kettensymbol und sehe dann auf dieser Seite meinen Seitenbaum und kann sagen, dieser Ankerlink soll mir auf den Jugendbetreuer da verweisen. Dann hat er da die Page-ID, die er hinterlegt, und das ist die 1351, in dem Fall auch die 1351. Ich kann das speichern wieder. Ihr habt jetzt meinen Ankerlink angegeben. Die Seite ist aber immer noch nicht angezeigt. Das heißt, ich muss sie aktivieren. Das Symbol ist jetzt weg. Gehen wir auf Speichern. Lassen wir die Homepage, das Frontend anzeigen. Gehe auf unsere Feuerwehr und da habe ich dann den Link auf meiner eigenen Seite zum Jugendbetreuer. Wenn ich den anklicke, komme ich auf meine Seite, wo ich den Ankerlink hingeklickt habe. In dem Fall sieht man es oben in Rot, unsere Jugend, und da dann den Jugendbetreuer. Möchte ich jetzt noch ganz kurz was zu den Links und zu den Verlinkungen sagen. Während eurer Phase der Vorbereitung, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, beziehungsweise zeige ich jetzt, wie ihr die Verlinkungen machen sollt, damit sie nach dem Go-Live noch funktionieren. Ihr habt jetzt einfach einmal Text- und Medien-Element angelegt und zeige ich jetzt, wie das mit den Links funktioniert. Das erste ist ein Testlink, der direkt über den Link-Browser auf die Seite verweist. Ich möchte jetzt auf die Startseite verweisen. Ich klicke einfach auf diesen Link. Jetzt möchte ich das Ganze auch noch mit einer externen URL machen, die man auch auf die Startseite verlinkt. Ich habe das jetzt schon da. Kopiere mir den Link einfach raus. Gehe wieder in das Browserfenster und kann da über die externe URL mir diesen Link reinkopieren. Ich möchte wieder, dass mir ein neues Fenster geöffnet wird. Das ist jetzt ganz wichtig. Das ist eure Bearbeitungs-URL. Sobald ihr mit der Homepage live geht,
wird es nicht mehr OOE-LFV-FF1012 bei Cyberhaus sein, sondern womöglich so ausschauen. Das heißt, wenn ihr diese Adresse als externe URL eingibt, wenn sie auf eure eigene Seite verweist, dann wird es nach dem Go-Live nicht mehr funktionieren. Da ist es bitte über dieses Seitentool zu machen. Wir lassen es jetzt trotzdem einmal mit dieser URL. Dann sehen wir, dass das im Moment, solange die Seite offline ist, noch funktioniert. Was auf jeden Fall funktioniert, ist, dass ihr eine externe URL setzt für Seiten, die ganz normal unterwegs sind. Sei das jetzt die Verbandsseiten, die Bezirksseiten, je nachdem, was ihr dann da verlinken wollt auf eurer Seite. Ich gehe wieder auf externe URL, sage www.oelv.at, möchte, dass mein neues Fenster geöffnet wird, setze diesen Link, speichert mir das und ihr seht da jetzt schon einen Unterschied in der Link-Kennzeichnung. Als externer Link ist dieses Kettensymbol und weil ich eine Verlinkung auf meine eigene Seite habe, habe ich da dieses Weltkugelsymbol, das auch da auf meiner Seite zu sehen ist. Wir lassen uns das jetzt anzeigen. Ich habe jetzt meine drei Links. Der Testlink, den ich verlinkt habe auf meine Seite über den Linkbrowser. Testlink externe URL, verlinkt mal wieder auf meine Startseite. Und ich habe da den Link auf eine externe Seite mit dem OÖ-Landesfeuerwehrverband. Wir kommen jetzt zur Futternavigation. Was ist der Futter? Der Futter ist das, was ganz unten am Seitenende zu sehen ist. Das kann alles individuell ausgefüllt werden, da mit einem Header-Titel, mit den Kontaktdaten. Und da haben wir noch ein, zwei Spalten, die mit Links versehen werden können, entweder auf die eigene Seite oder auch externe Links. Wir haben im Futter auch die Möglichkeit, Social-Media-Kanäle zu hinterlegen. Das sind YouTube, Facebook und Instagram. Die werden angezeigt, wenn im Backend Links dazu hinterlegt werden. Sollten keine Links hinterlegt werden, werden die auch nicht angezeigt. Was noch im Futter ist, ist ein Kontaktmenü. Das Impressum und die Datenschutzerklärung werden automatisiert erstellt und vom Landesfeuerwehrverband gewartet und aktuell gehalten. Wie kann ich den Futter jetzt im Backend befüllen? Ihr geht auf der Seite mit der Weltkugel auf Seiteneigenschaften und habt da dann den Header, der links groß angezeigt wird. Ihr habt dann da die Kontaktdaten und ihr könnt die Telefonnummer und E-Mail-Adresse eintragen. Das ist optional. Da haben wir die drei Menüpunkte für die jeweiligen Social-Media-Kanäle. Wie gesagt, wir haben YouTube, Instagram und Facebook. Instagram und Facebook habe ich jetzt schon mal eingetragen, deswegen werden sie auch angezeigt. Wenn ich meinen YouTube-Kanal da unten anzeigen lassen möchte, gehe ich da auf dieses Kettensymbol. Da kann ich den Link eingeben. In dem Fall möchte ich eine externe URL hinterlegen und kann da mit dem Dropdown-Menü sagen, dass ein neues Fenster geöffnet wird, wenn ich auf diesen Link klicke. Sonst wird mir dieser Link in demselben Fenster geöffnet und ich bin von der Feuerwehrseite wieder weg. Einfach neues Fenster gehen, da kopiere ich mir einfach den Link von meiner Seite rein, kopiere ich mir rein, gehe auf Link setzen. Also ich habe da jetzt den Link drinnen, ich gehe auf Speichern. Dann schauen wir uns das jetzt auf der Startseite an. Wir haben jetzt nur Facebook und Instagram da. Wenn ich das jetzt aktualisiere, wird mir da jetzt automatisch der YouTube-Kanal angezeigt. Damit ich jetzt diese beiden Spalten befüllen kann, gehe ich wieder ins Backend und habe dann in der Seitennavigation das Futtermenü, aber mit Futtermenü und weitere Links. Mal sie da nochmal anschauen. Weitere Links, Futtermenü. Ich kann jetzt mein Futtermenü befüllen bzw. ändern. Ich habe da oben meine beiden Titel,
Futtermenü und weitere Links. Ich kann da mit einem Doppelklick das ändern. Ich kann das auch mit einem Doppelklick, mit einem Klick daneben, wird das geändert. Ich kann mir das wieder mit Aktualisieren reinholen und habe da dann die geänderten Titel für die beiden Spalten. Befüllen kann ich diese beiden Footer ganz einfach, indem ich auch hier oben wieder meine Optionen zur Verfügung habe. Ich kann einen Ankerlink setzen, den jetzt auf allgemeine Informationen setze. Jugendbetreuer, da wird mir automatisiert nicht angezeigt, damit ich den bearbeiten kann, ohne dass er mir angezeigt wird. Mit einem Rechtsklick kann ich den aktivieren, wird er mir da angezeigt. Damit ich in diesen Ankerlink was eintragen kann, muss ich in die Seiteneigenschaften gehen, habe dort wieder meinen Typ als Ankerlink, der Seitentitel Jugendbetreuer, und kann dort einen Ankerlink setzen, wieder mit dem Link-Symbol. Wenn ich jetzt auf meine Seite gehe, zum Beispiel unsere Jugend, den Jugendbetreuer, wenn ich dort jetzt nochmal herklicke, nur auf den Titel und nicht auf den Link selber, sehe ich da, ich habe drei Elemente eingebaut, und wenn ich sage, ich möchte auf das dritte Element, nämlich die Jugendbetreuer selber anwählen und dort anzeigen lassen, klicke auf das und habe die Page-ID und die Nummer von dem Element. Wenn ich mir das jetzt speichert, ich leere wieder den Cache und speichere das, gehe auf meine Startseite, aktualisiere mir diese Startseite und habe dann hier unten meinen Ankerlink zu den Jugendbetreuern. Wenn ich den jetzt anklicke, komme ich zu diesem Element. Ich kann da natürlich auch Links zu externen URLs eingeben. Zieht man dann wieder diesen Seitentyp runter. Das Wiki nehme ich mal. Ist ja schon ein Fehler. Ihr habt da zwar einen Ankerlink, aber es ist keine URL definiert. Das heißt, ich mache das wieder in den Seiteneigenschaften. Habe da das Feld für meine URL. Kopiere den da rein. Gehe wieder auf Speichern. Jetzt sehe ich da, die Seite wird noch nicht angezeigt, beziehungsweise der Link wird im Footer noch nicht angezeigt. Wieder mit der rechten Maustaste auf Aktivieren stellen. Mir ist das Symbol, ist weg. Ich speichere das, lösche sicherheitshalber nochmal den Cache und habe da herunten schon den Link angezeigt. Der verweist mir jetzt auf eine externe Seite, nämlich das Wiki des Landesfeuerwehrkommandos Oberösterreich. Was wichtig ist für eure Seite, ist die sogenannte 404er-Seiten. Die bitte relativ rasch befüllen, da braucht es nicht viel. Wenn ihr die aufmacht, ihr seht einen Sujetbereich und einen Inhaltsbereich. Beim Sujet kann ich wieder entweder einen Slider mit einem Bild einfügen oder nur eine Überschrift. In dem Fall brauche ich nur eine Überschrift. Setze da 404, Seite nicht gefunden, speichert es. Gehe aus dem Sujetbereich wieder raus und dann kann ich noch einen Inhalt hinzufügen. In dem Fall nehme ich ein Text- und Medienelement. Ich brauche da nicht viel Text. Da kann ich reinschreiben, diese Seite existiert leider nicht mehr. Und kann dann auch noch einen Link hinzufügen. Ich sage, ich kann die woanders hin verweisen. In dem Fall möchte ich es wieder auf die Startseite verweisen. Kann dann über das Kettensymbol den Link setzen. Ihr möchtet
in dem Fall auf meiner Seite bleiben und nicht auf meine Startseite verlinken. Das heißt, ich habe da wieder mein Kettensymbol. Damit habe ich da die Verlinkung drinnen zu der Page-ID 575. Das ist auch die ID, die meine Startseite da hat. Das kann ich speichern. Dann kann ich dort auch noch Bilder hinzufügen. Das ist, ich nehme jetzt eins von da. Speichert es und lasse mir die Seite anzeigen, damit ich mich orientieren kann, ob das so für mich passt. Ich habe dann Seite nicht gefunden. Diese Seite existiert leider nicht mehr. Da ist der Link zur Startseite. Wie gestalte ich mir jetzt meine erste Seite, meine Startseite auf meiner Homepage? Ich gehe auf die Weltkugel und kann da dann den Sujetbereich ändern. Das ist jetzt zum Beispiel der Slider auf der ersten Seite. Da kann ich mit Inhalt kann ich einen Header oder nur eine Überschrift definieren. In dem Fall möchte ich einen Header haben und kann in diesem Header Sujets anlegen. Ich kann dazu sagen, ich möchte dieses Bild drinnen haben. Es gibt einen Editor, da könnt ihr ihn ein bisschen beschneiden. Das Seitenverhältnis ist aber fixiert. Im Editor könnt ihr dann da noch den Ausschnitt verschieben oder verkleinern, je nachdem. Ihr könnt es dann akzeptieren. Und ihr könnt zu diesem jeweiligen Bild auch noch einen Link dazu anlegen, wenn ihr da auf einen Bericht verweisen wollt oder auf eine Veranstaltung oder auf ein Bildarchiv, wie auch immer. Da könnt ihr einen Text eingeben und da dann den Link hinzufügen. Wir können da noch, was für ein Slider vernünftig ist, natürlich ein zweites, drittes, viertes, fünftes Bild hinzufügen. Ich würde da nicht übermäßig viel Bilder reingeben, weil je mehr Bilder das drinnen sind, desto weniger werden sie gesehen. Ich gebe jetzt ein zweites Bild rein. Ich vergib dem Bild einen Titel, das heißt einfach nur einen Text dabei. Ich sage Atemschutzübung. Da habe ich dann schon eine Fehlermeldung unter Anführungszeichen. Das heißt, irgendwas wurde nicht korrekt ausgefüllt. Ich habe einen Link erstellt, aber keinen Link vergeben. Das heißt, er lässt mir das nicht speichern und er zeigt mir es auch nicht an. Das heißt, ich muss diesen Link da jetzt löschen. Dann kann ich speichern und dann kann ich mir die Sachen anzeigen lassen. Ich habe da jetzt mein erstes Slider-Bild und dann mein zweites Slider-Bild. Ich habe den Untertitel, den ihr jetzt gesehen habt, den ich vorher eingeben habe. Warum habe ich da jetzt eine weiße Fläche? Ich kann mir auf dieser Ebene noch was dazu holen. Das habt ihr sicher schon gesehen, eine Box mit Inhalt oder die Einsatzkarte. Wenn wir jetzt die Einsatzkarte hernehmen, es gibt die Einsatzkarte des Verbandes für ganz Oberösterreich oder für den Bezirk. Ist es jetzt die Oberösterreich-Karten oder möchte ich die von meinem Bezirk drinnen haben? Ich wähle jetzt einmal die im Bezirk aus. Ich kann da nur eine Unterschrift setzen. Einsatzkarte, Bezirk. Und jetzt habe ich da rechts neben meinem Slider die Einsatzkarten vom Bezirk Berg, die automatisch befüllt wird bzw. angezeigt wird. Da ist ein Link hinterlegt hinter dieser Karte, die mich automatisch zu allen Einsätzen bringt. Jetzt ist es relativ groß. Und dann sage ich, ich möchte eigentlich nur Informationen für die Feuerwehr auf die Startseite bringen. Dann habe ich da natürlich auch eine Möglichkeit, nämlich nochmal im Header auf Inhalt gehen und eine Box mit Inhalt anzeigen lassen. Ihr könnt da natürlich auch ein zweites mehr Einsatzkarten von einem anderen Bezirk
oder auch von ganz Oberösterreich anzeigen lassen, je nachdem, wie es wollt. Oder ihr macht eine Box mit Inhalt, dann könnt ihr da wieder einen Titel vergeben. Da kann man dann ein bisschen einen Text dazu schreiben, das würde ich auch kurz halten, sonst geht es relativ viel ins Bild rein. Ich kann da Medien hinterlegen, ich nehme ein Bild, komme wieder in meine Dateiliste, die ich vorher befüllt habe, wähle mir ein Bild aus. In dem Fall ist das Bild mit Hochformat 3:4 angeben, das kann ich nicht ändern. Da kann ich dann wieder meinen Bildausschnitt wählen, kann es akzeptieren. Das war vorher rot, jetzt habe ich ein Bild drinnen, jetzt kann ich das theoretisch schon speichern, wann ich will. Ich kann da auch einen Link hinterlegen, wann ich da auf Anmeldeseiten oder ähnliches gehen möchte, die auf der eigenen Seite sein kann. Ich habe da die Möglichkeit, auf eine Seite in meinem Seitenbaum zu verweisen oder auf eine Datei, die ich hinterlege, auf einen Ordner, den ich da drinnen habe, auf eine externe URL, auf eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse oder auf einen News-Beitrag. Ich habe einen Link aktiviert, wo noch nichts hinterlegt ist. Das heißt, wenn ich den lösche, dann verschwindet mir da das Rufzeichen. Ich kann speichern und ich kann es wieder anzeigen lassen. Wenn es sich nicht aktualisiert, bitte wieder mit F5 oder Command-R auf einem Mac. Und ich habe da jetzt mein Bild, mein Sujet und ich habe den Text, den ich eingeben habe. Und wenn ich einen Link mitgeben hätte, dann hätte ich da herunten jetzt noch die Möglichkeit, den Link anzuzeigen und auszuwählen. Damit ihr den News-Teaser auf der Startseite einbauen könnt, beziehungsweise könnt ihr diesen News-Teaser auch anderswo einbauen, aber jetzt auf der Startseite wird es wahrscheinlich am mehreren Sinn machen, zeige ich ganz kurz, wie das funktioniert. Wir gingen auf der Inhaltsseite auf Inhalt und habe dann da auf der linken Seite Nachrichtensystem. Da klicke ich den News-Teaser an. Dann kann ich da Überschrift vergeben. Gehe dann auf den Reiter Plugin und habe da jetzt, ihr könnt in der Kategorieauswahl euch aussuchen, welche Kategorien ihr ausgewählt oder angezeigt haben wollt. Die News können von euch mit Kategorien versehen werden. Wenn sie sagt, ihr braucht die Kategorie Jobs nicht, dann braucht ihr das auch nicht anwählen. In dem Fall gehen wir auf Übung, Ausbildung, Stützpunktwesen. Das sind meine Kategorien, die mir angezeigt werden, wenn ich dieses News-Teaser-Plugin auf der Seite habe. Was da jetzt noch wichtig ist, findet sich ein bisschen weiter unten, nämlich der Ausgangspunkt. Woher nehme ich die Informationen, woher nehme ich die News? Und da muss ich noch eine Seite definieren. Klicke auf Seite. Und da muss ich auf die Datensammlung die News verlinken, damit er weiß, woher er die Informationen nimmt, woher er die Beiträge nimmt. Das ist ganz wichtig, sonst zeigt er euch möglicherweise Berichte aus anderen Bezirken und Abschnitten und Feuerwehren an. Ich speichere das wieder. Wenn ich dann auch ganz unten gehe, habe ich da jetzt beim Ausgangspunkt die News und die habe die ID 578. Das ist auch die ID von meinem News-Ordner, dort wo meine Beiträge gesammelt sind und wo ich die erstelle. Dann braucht es aber noch weitere Einstellungen, damit das Tool weiß, auf welche News sie zugreifen muss.
Da habe ich das Feld für Seiten-ID für Einzelnachrichtenansicht. Damit ich das zuweisen kann, geht auf den Ordner. Für das Feld Seiten-ID für Einzelnachrichtenansicht klicke ich da auf dieses Symbol, das Kettensymbol mit Artikel. Wenn ihr das jetzt speichert, wird mir da das angezeigt. Die Seiten-ID für die Listenansicht, da mache ich dasselbe, allerdings mit dem Unterschied, dass ich da auf die Überkategorie, nämlich News, gehe. Ich speichere mir das wieder und lasse es anzeigen. Ich habe das jetzt gespeichert. Ich kann da herunten eingeben, die maximale Anzahl anzuzeigender Datensätze. Es werden automatisch 3 angezeigt. Ich habe unten dann die 3 Striche im Menü, dass ich da weitergehen kann. Da kann ich sagen, ich möchte mir 9 anzeigen lassen. Ich kann das auf 3, 6, 9, 12 vorgeben. Ich speichere das wieder. Mache das zu, lassen wir jetzt den News-Teaser oberhalb haben, dass wir die Webseite anzeigen und habe da jetzt meine News und habe die 9 angegebenen News-Artikel darinnen. Wie funktioniert das jetzt mit der Terminanzeige auf der Startseite? Ich gehe da ebenfalls wieder auf Inhalt, auf Plugin, sage allgemeines Plugin. Nachdem ich da die Termine drinnen haben möchte, gebe ich die Überschrift Termine ein. Dann bei ausgewähltes Plugin gehe ich auf TypoScript 2CE. Das bestätige ich wieder. Dann gebe ich da herinnen Happening 10 ein. Ich speichere das wieder und habe dann da meine 3 Kategorien: Veranstaltung, Lehrgänge oder Bewerbe. Das ist jetzt standardmäßig wie auf dem Verband gemappt. Unsere Veranstaltungen in Oberösterreich. Das könnt ihr umbenennen. Dann speichern. Schließen wir das. Ich möchte mir das jetzt auf der Webseite anzeigen lassen. Und nachdem da jetzt keine Termine öffentlich geschaltet sind in Cybus, kriege ich da jetzt auch keine Anzeige. Ansonsten, ihr kennt das von der Startseite vom Verband. Da habe ich dann da oben die Veranstaltungen, Lehrgänge und Bewerbe. Veranstaltung ist da jetzt nur eine eingetragen. Bei den Lehrgängen habe ich mehr, beziehungsweise habe ich da unten wieder mein Menü, dass ich da weiter gehen kann. Bei den Bewerben dasselbe. Und da ist dann der Text, den wir als Label vergeben haben für die einzelnen Kategorien da heroben. Nicht da auf News gehen, das ist nur das Tool, das die Berichte ausspült und auf der Startseite anzeigt, sondern News-Beiträge werden in der Datensammlung herunten in dem violetten Ordner mit News bearbeitet und erstellt. Da geht man dann zum Modul Liste, entweder in diesem Fenster oder auf der Seite, das ist dann egal. Da sehe ich jetzt meine News-Beiträge, die schon drinnen sind. Ich habe da einen News-Beitrag, der ist offline geschalten, der muss noch bearbeitet werden. Den kann ich ganz einfach mit diesem Button da aktiv stellen und dann wird er mir auf der Startseite auch angezeigt. Bei
diesem Newsbeitrag, der ist von der Leistungsprüfung FKAE Gold. Da habe ich bei dem Symbol noch ein Kettensymbol dabei. Das heißt, dieser Bericht wurde referenziert. In dem Fall wurde er referenziert von der Seite des Landesfeuerwehrverbandes. Wenn ich jetzt einen neuen Newsartikel erstellen möchte, gehe ich auf Neuen Datensatz erstellen und dann im News-System auf Artikel. Dann habe ich da die Möglichkeit, eine Überschrift zu setzen. Ich kann da dann einen Teaser-Text reinschreiben. Das ist jetzt nur ein Platzhaltertext. Und ich kann da herunten in diesem Textfeld schon meinen Bericht beginnen. Das würde aber heißen, dass ich unter dem Teaser-Text gleich einen weiteren Text habe. Mehr Möglichkeiten und Optionen habe ich in dem Reiter Inhaltselemente. Da auf Neu anlegen gehen. Und dann habe ich da verschiedene Möglichkeiten, den Typ auszuwählen. Ihr habt da bei den Inhaltselemente verschiedene Typen, die Sie auswählen könnt, zum Beispiel Text und Medien, vielleicht noch Zitat-Tool einbauen. Die Bildergalerie werden wahrscheinlich die drei häufigsten Optionen sein in der Hinsicht. Ihr könnt in die News-Beiträge keine Tools aus dem Style Guide reinkopieren. Die kann man sich aber da relativ einfach gestalten, indem man dann das Erscheinungsbild ändert. Ich kann dann noch eine weitere Überschrift setzen und habe da dann die Möglichkeit, noch einmal Text reinzubauen. Ich kann da natürlich zu dem Text Bilder hinzufügen, gibt jetzt einmal unter Mediendatei hinzufügen, komme in meine Dateiliste, die ich ja da herüben vorher befüllt habe. Ich habe da den Ordner mit den Bildern der Zugsübung und suche mir da jetzt einmal ein Bild aus, Auswahl importieren. Dann wird mir das da herunten angezeigt. Ich kann das dann noch größentechnisch bearbeiten im Editor. Ich habe die Einstellungen 16:9, 4:3 und 3:4 im Hochformat, wenn ich will. Ich kann es da drinnen dann aufziehen und noch verändern. Dann auf Akzeptieren, dann wird man das übernommen. Ich habe da herunten nochmal die Möglichkeit, das Bild zum Text auszurichten. Ich möchte das Bild oberhalb von dem Text haben, unterhalb von dem Text, links oder rechts. Ich setze das Bild jetzt einmal rechts vom Text. Da oben ist die Survey-Funktion nur ausgeschrieben. Und ich habe da dann noch die Funktion, wie der Text und das Bild aufgeteilt sein sollen. Ich kann ein Drittel Bild, zwei Drittel Text, zwei Drittel Bild, ein Drittel Text auswählen. Ich habe in dem Fall relativ viel Text. Ich probiere jetzt einmal ein Drittel Bild, zwei Drittel Text. Gehe auf Speichern. Wenn Sie einen Bericht anlegt, dann ist der automatisch online geschaltet. Ich habe da wieder meine Basic Authentication, die ich eingeben muss. Und dann sehe ich den Bericht jetzt im Frontend. Wenn ich sage, das Bild ist mir zu klein, ich kann im Backend wieder auf das Inhaltselement gehen. Unter Medien kann ich sagen, ich möchte doch zwei Drittel Bild, ein Drittel Text haben. Und dann ist mir das eigentlich zu weiß. Ich möchte da noch eine Änderung drinnen haben, nämlich einen hellgrauen Hintergrund, der über die ganze Seite geht. Dasselbe mit dunkelgrau und rotem Hintergrund. Ich habe dann auch noch Hintergrundboxen mit den drei Farben. Ich nehme jetzt einmal den hellen Hintergrund und schaue mir das an. Ich speichere das wieder. Gehe auf Anzeigen. Und habe jetzt eine andere Darstellung von Bild zu Text. Wenn mir das Bild jetzt zu hoch ist, weil ich sage, der Text ist weniger, wie das Bild hoch ist, dann schaue ich mir das nochmal an. Vielleicht reicht beim Bild im Editor das 16:9 Format. Ich akzeptiere das wieder, speichere das, gehe auf Anzeigen. Es aktualisiert sie und ich habe da jetzt das Bild im 16:9 Format. Wenn ich da jetzt noch was dazu geben möchte,
ein weiteres Bild. Machen wir jetzt eine Bildergalerie. Ich habe den Typ geändert von Text und Medien auf Bildergalerie. Das heißt, ich muss das bestätigen, dass es auch so übernommen werden soll. Dann habe ich da schon einen roten Punkt, oder das rot markiert, nämlich dass Medien fehlen. Das heißt, ich brauche für die Bildergalerie natürlich Medien, die ich da einfügen möchte. Und da kann ich jetzt mir meine Bilder auswählen. Ich kriege 4 Bilder in eine Reihe. Das heißt, es ist vernünftig, wenn man entweder 4, 8 oder 12 Bilder mitnimmt, damit das in der Reihe schön ausschaut. Ich gehe auf Auswahl importieren und die werden automatisch da jetzt angezeigt. Ich gehe wieder auf Speichern und lasse mir jetzt diese Bildergalerie anzeigen. Die habe ich jetzt da drunter und habe da meine 8 ausgewählten Bilder, die ich per Klick vergrößern kann und da einfach durchklicken kann. Geht natürlich auch mit Tasten. Man kann da herunten dann natürlich wieder einen Text einfügen, wenn man was dazu schreiben möchte. Es gibt die Funktionen, einen Text in Fett zu drucken, den Kursiv anzeigen zu lassen und nehmen wir das wieder raus. Wir haben auch die Funktion, Aufzählungen zu machen mit einer nummerierten Liste. Oder ich kann es automatisch in Punkte umwandeln. Ich kann das jetzt wieder speichern und mir anzeigen lassen. Jetzt habe ich da unten wieder den Text und die Aufzählung. Ich kann dieses Inhaltselement aber auch wieder hervorheben, wann ich will, indem ich jetzt einen hellen Hintergrund haben möchte, dunkelgrau oder rot. Ich nehme jetzt nochmal den hellen Hintergrund, speichern, lasse mir das anzeigen und habe da dann einen grauen Balken. Ich kann das natürlich auch mit der Hintergrundbox machen, mit oder ohne Bild. Wenn ich soweit fertig bin, kann ich da schließen. Ich sehe, er ist schon online. Das heißt, ich kann ihn da wieder deaktivieren. Das möchte ich in dem Fall jetzt aber nicht. Und schauen wir die Startseite an. Und sehe da jetzt meinen Bericht, den ich gerade angelegt habe. Ich habe da noch ein rotes Bild. Warum ist das so? Ich habe kein Titelbild angegeben für diesen Bericht. Das heißt, ich gehe wieder in den News-Beitrag und habe da oben in einem großen Menüreiter unter Medien, habe ich da Mediendatei hinzufügen und da kann ich das Titelbild angeben, das mir in der Ansicht davor angezeigt wird, beziehungsweise dann auch kann man das als im Header oben beim Bericht anzeigen lassen, wenn ich will. Ich kann das im Editor öffnen. In dem Fall habe ich keine Möglichkeit, das in 4:3 oder so anzeigen zu lassen, weil dieses Format angepasst ist für das Titelbild in den News. Ich habe da jetzt den Ausschnitt verschoben. Ich kann es akzeptieren und habe dann da die Funktion Zeige in Ansichten. Da habe ich die Detailansicht in allen Ansichten oder nur in der Listenansicht. Ich möchte es jetzt in allen Ansichten anzeigen. Ich speichere das. Und damit ich das auf der Startseite sehe, gehe ich auf meine Startseite, aktualisiere mir die Startseite mit F5 oder Command R und habe da jetzt mein Titelbild für diesen Bericht herinnen. Wenn ich den jetzt anklicke, komme ich auf die Startseiten vom Bericht und habe da dieses Bild angezeigt über dem Teaser. Das kann man, wie gesagt, ausschalten oder überall anzeigen lassen.
sage nur in Listenansicht anzeigen. Wir gehen wieder auf die Startseite, aktualisieren das. Das heißt, ich habe das da in der Newsliste angezeigt. Wenn ich mir den Bericht aufmache, habe ich das Bild da nicht, sondern ich habe nur die Überschrift und gleich meinen Teaser-Text. Wenn jetzt sage, ich möchte das nur in der Detailansicht anzeigen lassen, gehe ich auf Speichern. Ich gehe wieder auf die Startseiten, habe in der Ansicht, in der Listenansicht wieder das Dummy-Foto. Wenn ich dann auf den Bericht selber gehe, habe ich das Foto da drinnen. Es macht wahrscheinlich wenig Sinn, dass ich auf der Startseite mir dieses Foto nicht anzeigen lasse, sondern wird in allen Ansichten oder nur in der Listenansicht ausreichend sein. Die Inhaltselemente könnt ihr prinzipiell unendlich lang erweitern. Ihr habt eben, wie gesagt, da drinnen die Möglichkeiten, das auszuwählen, was ihr braucht. Wenn ihr nur ein Foto drinnen haben wollt, bleibt bitte auf dem Text- und Medienelement. Geht auf Medien hinzufügen. Wieder mit dem Plus einfügen. Im Editor, wenn ihr Änderungen vornehmen wollt, den Editor aufmachen. Wieder akzeptieren. Speichern und dann anzeigen lassen. Dann habt ihr dann da unten dieses eine Foto noch dabei. Wenn Sie einen Bericht anlegt, dann ist der automatisch online geschaltet. Das heißt, wenn Sie einen neuen Datensatz erstellt, Artikel, erkennt den Artikel, eine Überschrift eintragen. Speichern. Schließen. Und dort dann wieder offline gehen lassen. Ich habe euch beim News-Teaser gezeigt, welche Kategorien angezeigt werden können. Das sind die Filterfunktionen, die ich dann zur Verfügung habe. Übung und Ausbildung habe ich zwei News-Berichte. Und wie ich die Kategorie für diese News-Beiträge vergib, zeige ich jetzt. Ich gehe in der Datensammlung auf News, klicke auf einen Bericht, bearbeiten. Und habe dann hier oben in der Menüführung, in den Reitern, die Möglichkeit, der Kategorien zu vergeben. Dem Fall Zugsübung, vergibt dort Übung und Ausbildung, speichert es und dann wird es mal in den Filterfunktionen übernommen. Und hier auf eurer Seite bei den News auf alle Artikel geht es. Dann habt ihr da oben die unterschiedlichen Kategorien, die ihr für eure Newsbeiträge verwenden könnt. Und ihr sagt, wir brauchen nicht so viel, wir wollen gewisse Kategorien nicht eingeblendet haben, weil sie für uns nicht relevant sind. Dann sage ich jetzt, wie man das macht. Ich gehe im Backend unter Aktuelles auf News und habe da dann im Category-Menü, im Kategorien-Menü, da meine Kategorie Auswahl, dass ich alles, was mir jetzt angezeigt wird, das kann ich bearbeiten. Ich komme dann da auf das Plugin und habe da meine Kategorien, die ich an- und auswählen kann. Damit man es besser sieht, gebe jetzt einmal die ersten drei weg: Übung und Ausbildung, Stützpunkt Wesen, Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe dann unten natürlich noch viel mehr. Die Download-Kategorien sind in dem Fall nicht relevant. Ich speichere das, gehe auf meine News-Seite, aktualisiere das mit F5 oder Command R und sehe dann da, dass mir die ersten drei Kategorien nicht mehr eingeblendet werden. Wenn ich die wieder eingeblendet haben will, bin ich wieder in dem Plugin,
habe da meine Kategorien, die ich an will. Ich gehe wieder auf Speichern, aktualisiere meine Seiten und habe da wieder meine drei gerade eingeblendeten Kategorien. So, wir kommen jetzt zum wichtigen Teil, den sogenannten Style Guide. Wir haben da ein Dropdown-Menü und ich habe da verschiedene Menüs, die ich mir anschauen kann im Frontend und dann im Backend einsetzen kann. Wenn ich mir das jetzt einmal anschauen möchte, gehe wieder auf die Weltkugel und gehe auf Webseite anzeigen. Ich muss mir wieder einloggen. Und habe dann eine eigene Menüführung. Ich kann das da über den Content in der Seitenleiste anwählen oder da herunten über die Links. Wir schauen uns jetzt mal die Text- und Media-Varianten an. Da haben wir nur links eine Überschrift, rechts einen Text mit der Möglichkeit weiter zu verlinken. Diese Links sind optional. Ich kann ein Bild links setzen. Rechts die Überschrift und Text und kann da auch links setzen, das Bild rechts. Ich kann den Text zweispaltig machen. Ich kann dann einen hellgrauen Balken hinterlegen. Ich kann einen dunkelgrauen oder einen roten Balken hinterlegen. Wir haben da viele verschiedene Möglichkeiten, das zu gestalten. Das liegt dann in eurer Hand, wie sie das gestaltet. Da haben wir bis zur Nummer 20 die verschiedenen vorgefertigten Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich die Nummer 20 einkopieren und dann nur ändern, dass es ausschaut wie die Nummer 16. Das ist überhaupt kein Problem. Dann schauen wir uns hier noch die Standardelemente an. Das sind jetzt zum Beispiel der Slider. Wir haben den da mit einer Überschrift und einem Link und die Möglichkeit, gleich vorgefertigt die Verbandsseiten in dem roten Kasten zu haben und in der Blackbox schon mal Standardbefüllung, die für euch angepasst werden kann und soll natürlich. Dasselbe funktioniert natürlich auch mit der Bezirkseinsatzkarten. Wir haben ein Zahlen- und Fakten-Tool drinnen, das bis zu 4 verschiedene Fakten anzeigen kann. Ihr könnt die Zahlen manuell eingeben, ihr könnt den Untertitel manuell eingeben und das fährt dann automatisch hoch, wann ihr die Seiten anklickt. Es gibt die Möglichkeit einer Tabelle und es gibt die Möglichkeit, Collapses zu verwenden. Da kann ich eine Aufzählung machen und in diese Aufzählung aber Informationen einfügen. In dieses Collapse, so wie es da jetzt ist, kann ich genauso gut Bild- und Textelemente einbauen, inklusive einer Bildergalerie. Und ich habe natürlich verschiedene Möglichkeiten, Links anzeigen zu lassen. Da haben wir einen roten Kasten, da haben wir grau umrandet. Wir haben die Möglichkeit, einen Link im Text als Link einzubauen. Wir haben eine Galerie mit zwei Spaltenmöglichkeiten. Wir haben die Galerie mit drei Spalten als Möglichkeit. Und wir haben da das History Tool mit Text links, Bild rechts und umgekehrt. Das wird automatisch dann gewechselt. Eignet sich natürlich hervorragend, wenn man die Geschichte der eigenen Feuerwehr da so darstellen möchte. Wir haben noch das Tool des Karussells. Ich kann da Bilder, Text und einen Link einbauen. Ich kann das auf jeder Seite einbauen. Ich kann es ganz oben, ganz unten, wo auch immer hinzufügen. Das läuft im Gegensatz zum Slider, wo ich dieselben Funktionen habe, nicht automatisch durch, sondern ich kann das durchblättern. Und das rennt im Kreis. Das heißt, ich stehe nicht irgendwann einmal an, sondern es fängt dann wieder von vorne an. Das ist das Zitate-Tool. Ich kann da ein Foto
einfügen und habe dort den Text, der mir rot angezeigt wird. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, den Zitierten da unten mit Namen anzugeben. Und ich habe da herunten den Partner-Slider, den wir auf der Verbandsseite, auf der ersten Seite unten haben. Da kann ich dann natürlich die Sponsoren oder wer auch immer da dann reinkommen soll, einfügen. Wir haben dann noch spezielle Elemente. Ich habe Möglichkeiten, so Cards einzubauen, dass ich habe ein Titelbild und ich habe einen kurzen Text. Ich kann so vielleicht eine kurze Fahrzeugvorstellung oder Gerätevorstellung machen, wo ich da dann sage, da geht es dann zu Details. Ihr seht es im Text im Normalfall dabei mit Button. Das heißt, es ist automatisch schon mal ein Button angelegt, den ihr dann frisch verlinken müsst. Beziehungsweise gibt es die Möglichkeit, diese ganze Card, das Foto und den Text verlinkt zu haben. Da steht dann eh dabei, ganze Card verlinkt. Das Ganze funktioniert dann natürlich auch mit 3 Spalten, beziehungsweise auch mit 4. Da sieht man jetzt mit Button ohne Link, also es muss auch kein Link drinnen sein, oder die ganze Karte verlinkt. Da könnt ihr dann, wenn es euch diese Card mit den 4 Spalten im Backend einkopiert, habt ihr dann für jedes dieser Karten einen eigenen Reiter. Und wenn ihr sagt, ihr wollt nur zum Beispiel die Card 4, ganze Card verlinkt, als Funktion drinnen haben, dann könnt ihr die ersten 3 rauslöschen und dann die Card 4 einfach nur 3-mal kopieren. Wir haben da wieder eine Collapse-Funktion. Mit verschiedenen Ansichten. Und der News-Teaser ist das, was für alle schon angelegt ist. Ihr könnt den News-Teaser noch ein weiteres Mal verwenden oder mehrere Male. Wenn sie sagt, ihr habt auf der Jugendseiten, wollt ihr euch ihre Jugend-News anzeigen lassen, dann könnt ihr den News-Teaser dort noch mal reinkopieren und könnt dort dann sagen, wir wollen nur die Jugend-News angezeigt haben. Und was nur möglich ist, wenn ihr euch ein Kommando darstellen wollt und nicht die Fotos aus Cybos verwenden wollt, dann könnt ihr das manuell auch machen mit der Personenliste. Da könnt ihr dann den Namen, die Funktion, wenn gewünscht, eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Und es gibt die Funktionärsliste, wo die Bilder und die Informationen aus Cybos generiert werden. Da werden aber nur Funktionäre angezeigt. Das heißt, wenn ihr eure ganze Mannschaft vielleicht so darstellen wollt oder das erweiterte Kommando, dann funktioniert das mit der Funktionärsliste nicht. Da müsst ihr auf dieses Personenliste-Tool zurückgreifen. Dann haben wir da Formulare, die ihr erstellen könnt. Ihr könnt die einzelnen Funktionen anwählen und abwählen, wenn ihr es wollt, und auch so benennen, wie es für euch passt. Die Verbandsstruktur mit der Karten, das ist das Tool, das auf der Verbandsebene ist, das viele Bezirke auch drinnen haben für ihren Bezirk. Wie man das überbricht auf eure Feuerwehr, zeige ich in einem eigenen Video. Und den Termine-Teaser, der ist automatisch eingefügt auch bei euch auf der Startseite. Da bitte, wie gesagt, nichts ändern im Backend, sonst haben wir Probleme mit dem Ausspülen von den Daten. Was da jetzt nicht angezeigt wird, Veranstaltungen, Lehrgänge und Bewerbe, die werden aus Cybos automatisch generiert und ihr könnt dort dann eure eigenen Veranstaltungen, Lehrgänge oder Bewerbe anzeigen lassen. Im Backend schaut es so aus, dass ich da Text- und Media-Varianten habe. Ich habe die da durchnummeriert. Ich kann es auch an dem ablesen. Einfacher ist natürlich, wenn ich mir beim Style Guide im Frontend aussuche, ich möchte dieses Tool einbauen, dann gehe ich im Backend
daher, das ist jetzt die Nummer 6, kann da mit einem Rechtsklick auf Kopieren gehen. Geht da jetzt zum Beispiel auf Fahrzeuge und kann da bei diesem Clipboard, steht dann dabei, in diese Spalte einfügen. Soll der Datensatz an dieser Position eingefügt werden? Es ist das 06. Gehe auf Einfügen. Und da habe ich die Funktion jetzt aktiviert, verborgene Inhalte anzeigen. Wenn hier da was reinkopiert, wird das automatisch nicht angezeigt. Wenn ich jetzt sage, verborgene Inhalte anzeigen, ist das ausgegraut. Wenn ich sage, ich will das jetzt angezeigt haben, aktiviere ich mir das da und kann man das wieder auf der Webseite anzeigen lassen und habe bei unseren Feuerwehrfahrzeugen das jetzt einmal eingebaut. Was wichtig ist, es muss jede Seite eine Überschrift haben und jede Seite muss eine Überschrift in der Größe H1 haben. Sagen wir Fahrzeuge der FF Heid. Ich gehe da auf Speichern und gehe auf Anzeigen. Dann habe ich da meinen Titel und ich habe da das Tool, das ich reinkopiert habe. Wenn ich sage, dieses Grau in Grau gefällt mir nicht, dann kann ich dieses Tool, das wir vorher schon erwähnt haben, bearbeiten. Ich kann einen dunkelgrauen, einen roten oder eine Hintergrundbox da einfügen, damit sie sich von der Überschrift einfach ein bisschen abhebt. Ich muss das wieder aktualisieren und habe da dann einen Abstand zwischen Überschrift und diesem Tool. Bearbeiten kann ich das jetzt ganz normal. Ich kann die Überschrift ändern. Ich kann, weil wir da in dem Menü Fahrzeuge sind, da meinen Text reinschreiben. Ich kann da das Bild ändern, wenn ich will. Ich habe da wieder die Funktion mit dem Editor. Wo ich den Bildausschnitt ändern kann. Ich bleibe bei 16:9, das passt gut. Hab da wieder die Möglichkeit, das Bild links oder rechts zu setzen. Setzen wir es einmal neben dem Text rechts. Ich möchte die Hintergrundbox mit rotem Hintergrund. Wir speichern es wieder, lassen uns das da jetzt anzeigen. Ich habe da die Überschrift. Ich habe den Text und ich habe zwei Links drinnen. Ist auch wieder die Links mit rotem Hintergrund, sind in dem Fall vielleicht nicht optimal. Das heißt, ich schaue mir mal an, wie das ausschaut, wenn ich die Farbe ändert. Weiß macht sie auf einem roten Hintergrund natürlich ein bisschen schöner, weil es besser zum Sehen ist. Wenn sie sagt, das ist die Abteilung, gefällt euch jetzt nicht ganz so. Ihr habt da die Möglichkeit, die Überschrift auch noch kleiner zu machen. Bei Überschriften in diesen Tools bitte nicht die H1 verwenden. Es soll und darf jede Seite nur eine H1-Überschrift haben und das sollte die ganz oben sein. Wir schauen uns das jetzt wieder auf der Seite an und wir haben jetzt eine kleinere Überschrift ohne Zeilenumbruch. Dann schaue ich noch in den Style Guide rein. Was würde mir noch gefallen auf dieser Seite? Textmedienelement möchte ich da jetzt nicht noch mehr dazu. Ich probiere Standardelement. Zahlen und Fakten. Wir gehen in den Style Guide. Wir sind bei Standardelemente. Ihr habt da wieder diese Ansicht. Zahlen und Fakten. Ich kann die wieder kopieren. Ich gehe wieder auf Fahrzeuge und kopiere das da rein. Es ist mal wieder ausgegraut, das heißt, es ist nicht aktiv.
Ich kann es dort auf den Pfeil bearbeiten. Und da kann ich in die Fenster ganz einfach meine Änderungen vornehmen, so wie ich es brauche. Ich zeige euch jetzt noch ganz kurz die Cards, die in 2, 3 und 4er Spalten verfügbar sind, wie man die anwendet, reinkriegt und bearbeitet. Spezielle Elemente. Cards, 3 Columns nehmen wir jetzt. Wir kopieren das wieder mit einem Rechtsklick. Gehen auf unsere Bearbeitungsseite, kopiere das einfach rein. Es ist mal wieder ausgegraut, das heißt, ich kann es bearbeiten, ohne dass es schon live geschalten ist. Ich habe da eine Art Container, das sind diese 3 Cards, die ich da habe. Ich habe da die Überschrift, die kann ich mit diesem Bearbeiten-Tool ändern. Nehmen wir jetzt einmal unsere Fahrzeuge, ich speichere das, mache das zu, Tool, und da habe ich jetzt meine 3 Cards, die ich bearbeiten kann. Ich habe da die Möglichkeit, das Bild auszutauschen. Ich habe da nur die Möglichkeit, ein Bild zu verwenden. Das heißt, wenn ich da dieses austauschen möchte, muss ich diesen Datensatz, also dieses Bild, löschen. Jetzt lösche ich das. Jetzt habe ich da hier oben mein Warnsignal. Ich kann so eine Karte nicht ohne Text anzeigen lassen. Das heißt, ich brauche eine Mediendatei. Die hole ich mir wieder über die Dateiliste, da wieder aktivieren. Das heißt, es ist dieses Tool, aktiviert aber noch nicht die 3 Karten. Die aktivieren wir jetzt alle 3 einmal. Und jetzt lasse ich mal die Webseite anzeigen. Ich habe das erste Tool, das zweite Tool und dieses dritte Tool mit dem Text, den ich da eingeschrieben habe. Ich habe eine Überschrift, beziehungsweise diesen Text habe ich jetzt nicht geändert, aber dasselbe kann ich mit diesen Seiten machen. Ich habe da den Link, der mir auf eine Detailseite verweist, und habe da, wie es steht, die ganze Karte ist verlinkt. Da ist das, was mir da angezeigt wird, verlinkt. Dasselbe ist da beim Dreier. Wenn ich jetzt sage, ich mag das so nicht haben, dann kann ich mir diesen Datensatz löschen, den zweiten lösche ich mir ebenfalls und den kann ich mir dann kopieren und eine und da eine weitere hinzufügen. Jetzt habe ich da dann ebenso den Link mit einem Button versehen. Das waren die speziellen Elemente. Wir nehmen jetzt noch ein Collapse her. Style Guide, spezielle Elemente. Da haben wir 3 Cards, 4 Cards. Und da habe ich mein Collapse Element. Wieder draufklicken, kopieren. Wir geben das wieder in unsere Feuerwehrfahrzeuge und möchte es jetzt unter die Zahlen und Fakten reingeben. Dann habe ich da oben dieses Clipboard wieder, kann es befüllen und reinkopieren. Es ist mir wieder ausgegraut. Ich kann den Titel wieder ändern, die Überschrift. Schließe das und kann diesen Container lassen wir jetzt einmal anzeigen. Und habe dort dann noch die Möglichkeit, diese Container zu befüllen, diese Collapses. Ich habe da wieder die Möglichkeit, die Überschriften zu ändern, den Text zu ändern, die Stile zu ändern.
Ich darf natürlich nicht vergessen, dass die einzelnen Elemente aktiviert, damit sie mir angezeigt werden. Erkennst diese Elemente aber auch da über den Inhalt euch einer holen? Ihr habt da der Text und Medien, einfaches Kollaps, Geschichte, Element, Zahlen und Fakten. Ihr müsst es nicht alles über einen Style Guide machen, aber im Style Guide sieht man einfach relativ schön, wie es ausschaut oder wie es ausschauen kann. Man kann es entweder aus dem Style Guide rauskopieren oder man kann es auch in diesem Menü selber erstellen.